jetzt wird quer geputzt. Und danach, Frau Kollegin Kula ist schon on the road again, würde Herr O'Neill Fitch sagen. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben es ja gerade wieder gehört. Deswegen möchte ich einmal kurz mit einem Mythos aufräumen, den die regierungstragenden Fraktionen nur zu gern verbreiten. Die Gefahr, sich in der Schule mit Corona zu infizieren, sei eigentlich vernachlässigbar. Deswegen könne man mehr oder weniger problemlos den Präsenzunterricht auch bei hohen Inzidenzen aufrechterhalten. Gerade noch einmal so gehört. Das RKI hingegen meint, die Infektiosität von Kindern könne nicht abschließend bewertet werden. Die Ansteckungsrate sei ähnlich hoch wie bei Erwachsenen, und es gebe keinen Hinweis auf einen signifikanten Unterschied bei der Viruslast zwischen Erwachsenen und Kindern. Das zeigt auch eine Charité-Studie von Christian Drosten. Dort heißt es, ich darf zitieren, in Verbindung mit bisherigen Erkenntnissen liegt es nahe, das Übertragungspotenzial in Schulen und Kindergärten unter den gleichen Annahmen zur Infektiosität wie bei Erwachsenen zu bewerten. Zitat Ende. Deswegen bitte ich Sie, Herr Kultusminister, aber auch meine Damen und Herren Abgeordneten von CDU und Grünen, endlich mit offenen Karten zu spielen, anstatt immer wieder das Gegenteil zu behaupten. Ja, schaut man sich die konkreten Zahlen rund um das Infektionsgeschehen an Schulen an, die uns die KMK immer wieder zur Verfügung stellt, dann könnte man ja meinen, das bewege sich in einem vernachlässigbaren Bereich. Die Zahlen, die uns vom Kultusminister präsentiert werden, täuschen aber. So waren Ende November 204 Lehrkräfte und 1.507 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, beide Werte auf die Gesamtzahl gerechnet deutlich unter 1%. Anfang November waren aber bereits schon 3% aller Schülerinnen und Schüler sowie 4% der Lehrkräfte in Quarantäne. Das ist schon mal viermal so viel wie vor den Herbstferien. Außerdem werden die Infektionszahlen ansonsten nicht in Relation zu einer gesamten Gruppe angegeben, beispielsweise zu allen Einwohnerinnen und Einwohnern einer Stadt, sondern in Bezug auf 100.000 Einwohner. Nur so kann man die Zahlen dann auch wirklich vergleichbar machen. Deswegen bringen uns diese Zahlen überhaupt nichts, um das Infektionsgeschehen an Schulen vor Ort wirklich einschätzen zu können. Gemessen an der hessischen Gesamtbevölkerung haben sich nämlich aktuell nur 1,6% der Menschen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert. Das klingt ja total wenig. Aber da würde doch kaum einer auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ja, die Pandemie ist nicht gefährlich, wir brauchen keine Abstandsregelung. Deswegen sind diese Zahlen trügerisch. Insgesamt steigt die Zahl der Infektionen an Schulen an. Das hat sogar das hessische Kultusministerium zugegeben. Das Pandemiegeschehen bildet sich also auch innerhalb der Schulen ab. Die Inzidenzen in der Altersgruppe von 15 bis 34, ich habe heute noch einmal nachgeschaut, sind in Hessen aktuell die höchsten. Vor diesem Hintergrund ist es schlichtweg nicht vermittelbar, warum in den Schulen keine Abstandsregeln gelten sollen. Dafür haben Sie noch kein Argument vorgelegt. Und das nehmen auch die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte nicht mehr stillschweigend hin. In Kassel und in Frankfurt gab es Schülerproteste für mehr Infektionsschutz. Die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat mehr als 12.000 Unterschriften für verbindliche landesweite Regeln und mehr Wechselunterricht gesammelt. Es wird bundesweit aktuell darüber diskutiert, wie das Infektionsgeschehen eingefangen werden kann und wie der Lockdown-Light verschärft werden muss. In Hessen soll es jetzt in Hotspots Ausgangssperren und Alkoholverbote geben, die keine Kommune flächendeckend kontrollieren kann. Die hilflose Argumentation des Ministerpräsidenten, es gebe keine anderen Möglichkeiten mehr, das Pandemiegeschehen einzudämmen, muss in den Ohren der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte, die Tag ein, Tag aus eng gedrängt in den Klassenräumen sitzen, sehr, sehr zynisch klingen. Von unserem Kultusminister wieder einmal nur dröhnendes Schweigen. Es war gerade schon angeklungen, in den neuen Vereinbarungen des Landes und in den neuen Grenzwerten findet man keine verbindlichen Regeln für die Schulen. Es gibt immer noch keine Bewegung für verbindliche Inzidenzwerte im Stufenplan, und immer noch verweigern Sie sich dem Wechselmodell. Und ich frage Sie jetzt einmal ganz ernsthaft, Herr Lorz, wenn Sie das Wechselmodell so falsch finden
und so grundsätzlich für unverantwortlich halten. Warum haben Sie es dann überhaupt in Ihren eigenen Stufenplan geschrieben? Das haben Sie bisher überhaupt nicht gesagt. Sie wollen nicht, dass es ausgelöst wird. Sie sagen, ja, keine Ahnung, was die Inzidenz sein soll, ab wann das gelten soll. Aber es steht ja in Ihrem Stufenplan. Warum steht das dann da drin? Sie verunsichern die Menschen in unserem Bundesland, schreiben Pläne auf, ohne zu sagen, wann sie gelten sollen, ja, die Sie selbst sogar politisch falsch finden. Der Kultusminister muss endlich klare Ansagen machen. Ab welcher Inzidenz soll denn das Wechselmodell jetzt gelten? Und ab wann nicht? Reicht 200 nicht? Welche Inzidenz würden Sie denn anlegen? Ab welcher Inzidenz wird es dann landesweit eingesetzt? Das sind Sie uns bisher alles schuldig geblieben. Warum gilt in Bayern jetzt eigentlich ein Wechselmodell ab Stufe 8, obwohl es in Hessen Mitte November ähnliche Inzidenzen gab wie jetzt in Bayern? Und hier hat man am Präsenzbetrieb festgehalten. Warum? Das kann man doch keinem Menschen mehr erklären. Genauso wenig nachvollziehbar ist es, dass es bisher keine Clusternachverfolgung an Schulen gibt, geschweige denn irgendwelche Clustertests. Im Gegenteil, jetzt ist man schon teilweise dazu übergegangen, die Schülerinnen und Schüler, die mit einem positiv getesteten Mitschüler gemeinsam unterrichtet werden, nur noch in Einzelfällen in Quarantäne zu schicken. Getestet wird die Klasse dann ebenfalls nicht. Frau Kuhler, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwach? Nee, gerade nicht, ist ein bisschen eng. Schulpflichtige Kinder werden seltener getestet als die meisten anderen Altersgruppen. Frankfurt und Offenbach praktizieren das mittlerweile so und Wiesbaden liebäugelt ebenfalls damit. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, so kann man sich die Zahlen auch kleinrechnen. Gleichzeitig werden Informationen über Corona-Infektionen an den Schulen nur unzureichend an die Eltern weitergegeben. Dass es in einer Klasse oder in einem Jahrgang Corona-Infektionen gab, erfahren Eltern mal über ihre Kinder, mal durch Elternvertreter oder die Schulleitung. Und tatsächlich widerspricht dieses Vorgehen den Empfehlungen des RKI. Das stellt fest, ich zitiere, die Exposition einer Einzelperson zu im Raum hochkonzentriert schwebenden infektiösen Partikeln kann durch einen Mund-Nasen-Schutz kaum gemindert werden, da die Aerosole an der Maske vorbei eingeatmet werden. Schulklassen, und zwar ganze, gelten für das RKI bei Infektionsfällen ausdrücklich als Kontaktpersonen der Kategorie 1, für die Quarantäne angeordnet werden sollte. Die schleichende Neuausrichtung der Strategie mit Corona an Hessenschulen umzugehen, dürfte Herr Lorz gefallen. Aber im Sinne des Infektionsschutzes, der Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen und der Nachverfolgbarkeit der Infektionen ist sie sicherlich nicht. Das kommt aber davon, wenn man die Verantwortung für die Schulorganisation in Pandemiezeiten auf die in der Vergangenheit zusammengesparten Gesundheitsämter abwälzt. Es braucht endlich klare Vorgaben vom Land, damit überall in Hessen einheitliche Regeln gelten. Leider sind wir davon aber meilenweit entfernt. Jüngstes Beispiel dafür ist das Kommunikationschaos rund um die Antigentests für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher. In der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses wusste scheinbar nicht mal Herr Lorz, dass das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und das Kultusministerium ein Team von der Uniklinik Frankfurt beauftragt haben, um eine Studie über den Einsatz von Antigen-Schnelltests durchzuführen. Das passt dann auch, dass trotz positiver Ergebnisse dieser Studie und einer Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, eben solche Antigentests für Lehrer und Erzieher zur Verfügung zu stellen, unser Kultusminister noch nicht so genau weiß, ob und wann die Testungen kommen und wann die wirklich zur Verfügung stehen. Scheinbar kommunizieren der Kultusminister und der Sozialminister nicht miteinander. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Von einer gemeinsamen Teststrategie von Bund und Ländern kann sowieso keine Rede mehr sein. Sachsen schließt jetzt alle Schulen und Bayern macht auch seinen eigenen Weg. Insgesamt hat der Kultusminister längst die Kontrolle über die Pandemiebewältigung an den Schulen verloren. Aber ganz ehrlich, mir scheint es so, als käme Ihnen das auch zu Pass. Denn wenn man keine Regeln macht, dann ist man auch nicht für das verantwortlich, was passiert an den Schulen. Ich sage Ihnen, Herr Lorz, die Hessinnen und Hessen lassen sich nicht weiter an der Nase herumführen. Vielen Dank. Als letzter Fraktionsredner hat nunmehr der Kollege May das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen.
Wir wissen um die Schwierigkeiten und die Sorgen, welche die Corona-Pandemie für den Schulbetrieb bedeutet. Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern Sorge haben, dass es zu Ansteckungen mit dem Coronavirus, vielen Dank, in der Schule kommt. Auch wenn wir wissen, dass die Ansteckungen statistisch gesehen in der Schule seltener sind, so gibt es natürlich keine absolute Sicherheit. Wir wissen um die Sorgen und Nöte von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern. Und wir danken daher allen Beteiligten, dass sie in den zurückliegenden Monaten so engagiert sich dafür eingesetzt haben, dass so viel Präsenzunterricht in Hessen stattfinden konnte. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen nehmen diese Sorgen und Nöte sehr ernst, indem wir sehr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, um den Schulbetrieb abzusichern. Aber das Virus ungeschehen machen, die Folgen der Pandemie ungeschehen machen, das geht eben nicht. Erst die Impfung wird uns in eine relative Normalität zurückführen können. Und ich würde mir wünschen, dass diese ehrliche Einschätzung auch von der demokratischen Opposition mal so ausgesprochen würde und nicht immer wieder der Eindruck versucht zu vermitteln, es gäbe quasi eine geheime Lösung, die bloß von der Regierung nicht gemacht würde, um alle Unwägbarkeiten, um alle Einschränkungen quasi auf Null setzen zu können. Die gibt es nicht, sondern wir werden mit den Einschränkungen des Virus leben müssen. Und die Landesregierung hat eine ganze Reihe von Maßnahmen veranlasst. Wir haben seit Monaten einen Stufenplan, mit dem unterschiedliche Eskalationsstufen beschrieben werden. Wir haben derzeit hessenweit den eingeschränkten Regelbetrieb und regional Wechselunterricht. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stand sagen, wie viele Schulen das zurzeit betrifft, aber bei einem unserer letzten Ausschüsse hat der Minister von 277 Schulen berichtet, die das betrifft. Von daher die Forderung bzw. die Vorhaltung, wie auch beim letzten Redebeitrag, wir würden uns dem Wechselmodell verweigern, geht vollkommen ins Leere. Sie sehen anhand der Fakten, dass die regierungstragenden Fraktionen, die Regierung das Wechselmodell ja gerade eingeführt hat, aber eben auch, und da unterscheiden wir uns, eben nicht für die Lösung für das gesamte Land, sondern eben dort, wo es notwendig ist. Und das ist der entscheidende Unterschied, die Beurteilung vor Ort, die dann teilweise auch noch quasi nach Schulstufen differenziert stattfindet. Zum Beispiel in Frankfurt haben Sie das ja wahrgenommen, dass das Gesundheitsamt, geführt von einem Medizinprofessor, ausgestattet mit, glaube ich, sehr guter Kenntnis der pandemischen Lage in Frankfurt, entschieden hat. Wir beobachten in den beruflichen Schulen dort ein Infektionsgeschehen und reagieren deswegen darauf, dass wir dort den Wechselunterricht einführen. Auch in anderen Schulträgern ist das Wechselmodell eingeführt worden, beispielsweise in Offenbach. Und Bund und Länder haben sich vereinbart, dass in den Hotspots dort die dringliche Empfehlung gibt, das Wechselmodell einzuführen. Sie sehen, wenn man sich der Sache nähert, dann ist dort, glaube ich, einiges nachvollziehbar. Bloß dort gibt es dann eben den Unterschied. Das ist an der Sachlage orientiert, und es ist eben nicht das Modell für ganz Hessen. Die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen haben aber noch viel mehr veranlasst, nämlich wir haben eine Maskenpflicht, wir haben Lerngruppenkonstanz, wir haben persönliche Schutzausrüstung gekauft, wir haben Mittel für zusätzliche Schulbusse auf den Weg gebracht, wir haben Zehntausende Schülerendgeräte sind schon ausgeliefert, wir haben Mittel für Vertretungskräfte, wir haben Tests für das schulische Personal, wir haben Möglichkeiten für freiwilligen Distanzunterricht schon nach den Herbstferien eingerichtet. Wir haben eine Vereinbarung mit den Schulträgern über Millionen Investitionen in Luftfilter geschlossen. Das alles zeigt, wir nehmen die Nöte und die Sorgen der Schulen sehr ernst, und wir ergreifen alle Möglichkeiten, die Wirkungen der Pandemie abzumildern, wenn wir sie nicht ganz ungeschehen machen können. Wir wissen, wie wichtig der Präsenzunterricht für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Kinder ist. Deswegen hat er für uns Priorität. Und wir glauben, dass es daher richtig ist, an anderer Stelle das öffentliche Leben zurückzufahren, Lockdown-Maßnahmen zu veranlassen, damit wir den Schülerinnen und Schülern so viel Unterricht wie möglich zu ermöglichen. Denn wir haben gelernt, dass der Präsenzunterricht nicht gleichwertig zu ersetzen ist.
Und jetzt stellen wir doch mal die Frage, worüber debattieren wir denn am heutigen Vormittag? Was möchte die SPD eigentlich anders machen? Zunächst einmal stellen wir fest, dass die SPD vor allen Dingen sich nicht festlegen möchte. Die Forderungen, die Sie in Ihrem Antrag erhoben haben, sind freundlich gesagt wolkig. Und ich glaube, dass das kein Versehen ist, mit möglichst ungefähren Aussagen hier unterwegs zu sein, sondern dass das Kalkül ist und so auch schon seit mehreren Plenarrunden von Ihnen versucht wird. Nämlich, es ist der Versuch der Fraktion, diejenigen, die flächendeckend für Wechselunterricht ist, den Eindruck zu erwecken, die SPD würde sie vertreten, und andererseits aber denjenigen, die eben dringend auf eine möglichst viel Betreuung und Beschulung angewiesen sind, dass die gleichzeitig ihnen sozusagen nicht den Rücken kehren. Und sozusagen zwei konträren Interessen, beiden an dieser Stelle zu sagen, dass man sie vertreten würde, das kann nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht ganz glaubwürdig. Und so haben Sie das ja auch heute in der mündlichen Antragsbegründung wieder gemacht. Da wird gesagt, auch toll, wie das der Herr Söder macht, irgendwie mit dem landesweiten Wechselbetrieb. Auch noch mal kleine Korrektur an Frau Kuhler. Die Inzidenz in Bayern ist landesweit bei 185, also damit 35 Punkte höher als in Hessen. Das sagt also der Kollege Ding, also ganz prima, was der da macht. Und dann ein paar Sätze weiter. Aber wir wollen es eigentlich nicht. Wieso finden Sie das denn dann super? Du kannst kurz intervenieren, ansonsten komme ich hier nicht durch. Tut uns beiden besser, wenn du das machst. Entschuldigung, Sie das so machen. Also Sie lassen keine Zwischenfrage zu. Nein, wir machen Kurzintervention. Und auch die Forderungen von anderen Akteuren im Bildungssystem, die einen landesweiten Wechselunterricht wollen, die werden dann auch positiv bewertet, aber selber nicht vertreten. Und dann schauen wir noch einmal in den Antrag. Da wird das noch einmal deutlich. Dort heißt es, verklausuliert, an einer Inzidenz deutlich über 50 sollten weitere Maßnahmen ausgelöst werden. Ja, welche Maßnahmen? Das wird aber nicht gesagt. Und was deutlich über 50 ist, wird auch nicht gesagt. Und von daher ist es doch klar, also wenn Sie nicht mal sagen können, ob das eher 100 oder eher 200 sind, da wird doch klar, dass irgendwie so wolkig formuliert wird, damit eben diejenigen, die den Wechselunterricht fordern, dass sie da sagen können, ja, wir haben uns hier im Landtag stark gemacht für mehr Wechselunterricht, aber eben diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass kein Wechselunterricht stattfindet, sondern Präsenzunterricht stattfindet, dass sie dann auch sagen können, nee, das haben wir gar nicht vor. Und das ist nun mal wirklich keine klare Haltung, die Sie hier machen. Sie müssten mal erklären, was Sie eigentlich anders machen wollen als die Landesregierung, die Sie tragenden Fraktionen. Und das ist hier nicht klar geworden. Und wenn Sie hier den Eindruck erwecken, versuchen, Sie wollten etwas anders machen, dann müssen wir den Schluss daraus ziehen. Sie wollten landesweit das Wechselmodell. Das wollen wir nicht. Wir wollen auf die regionalen Gegebenheiten eingehen. Der Wechselunterricht wird für die stark belasteten Regionen auf jeden Fall ein Modell bleiben. Aber für die Regionen, wo die Inzidenzen niedriger sind, ist das kein Modell. Und ich kann auch feststellen, in der letzten Aktuellen Stunde zu dem Thema hatte ich Ihnen ja schon vorgehalten, was namhafte Vertreter der SPD zu dieser Haltung so sagen. Da habe ich in der Zwischenzeit nicht wahrgenommen, dass sich die Haltung dort verändert hat. Im Gegenteil, die Haltung von Frau Kubig hat sich nicht geändert. Wir haben festgestellt, dass auch die Verantwortlichen in Frankfurt, Herr Feldmann und Frau Weber, dort noch einmal dargelegt haben, dass sie von dem Wechselmodell in der Fläche auf Dauer nichts halten. Von daher stelle ich fest, dass da die SPD-Landtagsfraktion ihrer Partei eher eine Minderheit vertritt. Für uns hat die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts Priorität. Sie sichert die Bildungsgerechtigkeit und zum anderen schafft sie Betreuungssicherheit für die Eltern. Wie gesagt, der Wechselunterricht ist eine Eskalationsmöglichkeit, die wir haben und die wir auch regional anwenden wollen. Aber eine Ausrollung in der Fläche, wie sie zumindest ungefähr die SPD heute wieder gefordert hat, die lehnen wir ab. Vielen Dank. Es liegen keine Wortmeldungen aus dem Plenum mehr vor, sodass nach den ordentlichen Arbeiten
Vielen herzlichen Dank dafür. Der Kultusminister, das Wort hat Professor Lorz. Auch das kann ich ja nicht so stehen lassen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der heutige aktuelle Setzpunkt der SPD knüpft nahtlos an die Aktuelle Stunde der Linken aus dem letzten Plenum an und zeigt damit eine zentrale Gemeinsamkeit der beiden Parteien an, mit der sie sich, soweit ich das sehe, weitgehend vom Rest dieses Hohen Hauses unterscheiden. Die FDP schwankt da noch so ein bisschen hin und her, aber vielleicht kann ich ja bei der Entscheidungsfindung noch etwas behilflich sein. Es geht um die Frage flächendeckender Wechselunterricht, ja oder nein. Die Linke ist da eindeutig, die SPD, das hat Kollege May eben ausgeführt, naja, nicht so ganz, aber verstecken Sie sich nicht hinter den Abstandsgeboten. Letzten Endes läuft das auf dasselbe hinaus. Und Sie glauben an den Wechselunterricht als Allheilmittel im Kampf gegen die Pandemie, jedenfalls was den Schulbereich anbetrifft. Eine Auseinandersetzung, die außerhalb dieses Hohen Hauses inzwischen schon beinahe Züge eines Glaubenskrieges angenommen hat. Was umso erstaunlicher ist, dass die empirische Evidenz für die Wirksamkeit dieser Maßnahme ziemlich bescheiden ausfällt. Das hat am Dienstag bereits der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung dargelegt. Und wir haben, Dr. Falk hat das vorhin herausgearbeitet, Fälle wie den Landkreis Marburg-Biedenkopf, der seine rekordverdächtig hohen Inzidenzen ganz ohne den Einsatz dieses Mittels wieder heruntergefahren hat. Oder auf der anderen Seite jetzt Fälle wie die Landkreise Limburg-Weilburg oder der Kollegen Degen bestens vertraute Main-Kinzig-Kreis, wo nach der Einführung des Wechselunterrichts die Inzidenzen erst richtig gestiegen sind. Ich könnte auch ein paar europäische Länder als Vergleiche anführen, beispielsweise nach Frankreich und nach Irland blicken, senkende Inzidenzen bei voll geöffneten Schulen oder Griechenland oder Tschechien als Gegenbeispiele. Dazu ist gerade heute ein wunderbarer Artikel in der Welt erschienen, sehr informativ, kann ich zur Lektüre nur empfehlen. Aber, meine Damen und Herren, ich will trotzdem versuchen, ein paar gemeinsame Überzeugungen herauszuarbeiten, auf die wir uns vielleicht alle einigen können, damit wir wenigstens wissen, worüber wir dann noch streiten. Und ich tue das auch deswegen, weil ich den Distanzunterricht, vor allem wenn er digital gestützt und nach der Stundentafel erfolgt, von all meinen Kollegen in den Bildungsministerien der 16 Bundesländer wahrscheinlich noch am meisten abgewinnen kann. Hessen, meine Damen und Herren, ist das erste und, soweit ich das sehe, bisher auch das einzige Bundesland, das die Installation eines digital gestützten Distanzunterrichts auf freiwilliger Basis und in einem begrenzten Umfang ganz regulär ohne Anordnung der Gesundheitsbehörden ermöglicht. Wir marschieren hier wirklich an der Spitze des Fortschritts, meine Damen und Herren. Aber gerade deswegen weiß ich auch um die Begrenztheit dieses Mittels. Deswegen frage ich nach der ersten Gemeinsamkeit, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Wechselunterricht niemals die gleiche Leistung für Schülerinnen und Schüler erbringen kann wie der Präsenzunterricht und daher grundsätzlich die zweite Wahl oder vielleicht auch nur die letzte Wahl vor der Schulschließung darstellen kann. Dann wäre für die Diskussion schon unglaublich viel gewonnen. Meine Damen und Herren, es hat auch seine Gründe, wenn etwa die Kinder- und Jugendärzte gerade erst gestern in einer Erklärung die Bedeutung offener Schulen für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen betonen. Und Schulschließungen oder auch die Verlängerung der Ferien, was ja im Moment massiv in der Diskussion ist, ausdrücklich nicht als angemessenes Mittel zur Pandemiebekämpfung ansehen. Wenn der, das ist auch schon mal eine gute Auskunft. Dankeschön, Herr Kollege Degen, freue mich über die Klarstellung. Wenn der für Bildung zuständige Chef von UNICEF vorgestern erklärt, Schulen seien nicht die Hauptursache für die Pandemie und der Nutzen ihrer Offenhaltung überwiege bei weitem den ihrer Schließung. Ja, wir sind uns einig, lieber Kollege Degen, nicht nur über die Ferienverlängerung, sondern wir sind uns auch einig, halber Unterricht ist besser als gar keiner. Deswegen ist der Wechselunterricht immer besser als eine Schulschließung. Aber wie ich Ihnen schon beim letzten Mal gesagt habe, ganzer Unterricht ist wiederum besser als halber. Professor Köller vom Leibniz-Institut in Kiel, der schon für Berlin eine Expertenkommission zur Schulqualität geleitet hat und der uns gerade in Sachen Verbesserung des Mathematikunterrichts berät, hat auch erst vorgestern im Tagesspiegel ausgeführt, wie sich die Lern- und Arbeitszeiten der Schülerinnen und Schüler auf Distanz im Vergleich zum Regelbetrieb reduzieren und dass das auch mit bester digitaler Ausstattung kaum zu vermeiden ist, weil es eben dann an der Strukturierung sozusagen an diesen äußeren Vorgaben, an dem äußeren Korsett von Schule fehlt. Und jetzt mal ganz ehrlich, lieber Kollege Degen, Sie glauben es doch auch selbst nicht. Wäre es anders, würde ich Sie zu Ihrem Parteifreund Thies Rabe in die Lehre schicken, der das erst gerade gestern Abend bei Markus Lanz noch einmal ausdrücklich klargestellt hat, oder Sie bei der nächsten Telefonkonferenz mit den Lehrerverbänden zuschalten, die zwar den Wechselunterricht alle propagieren, darüber haben wir auch beim letzten Mal schon gesprochen, aber auch ganz offen zugeben, bin ich auch für die Ehrlichkeit dankbar, dass er Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Und vor allem, wenn Sie ernsthaft glauben würden, dass Präsenz- und Wechselunterricht wirklich gleich wirksam sind,
dann hätten Sie doch den Knüller schlechthin für Ihr Landtagswahlprogramm gefunden. Dann hätten wir auch wieder was, worüber sich zu streiten lohnt. Dann können Sie allen versprechen, dass die Kinder nur noch in Gruppen von weniger als 15 Schülern unterrichtet werden und jede zweite Woche daheim sind und am Ende trotzdem das Gleiche gelernt haben. Warum tun Sie das nicht? Weil Sie wissen, dass es nicht stimmt. Nee, wir wollen doch einfach nur mal festhalten, Wechselunterricht ist ein Minus. Es ist ein Notbehelf. Und wenn wir uns darüber einig sind, müssen wir uns darüber zumindest schon mal nicht mehr streiten. Und dann gebe ich Ihnen zu, lieber Herr Kollege Degen, dann müssen wir auch über etwas anderes nicht streiten. Nämlich, wenn es infektiologisch geboten ist, da kommen wir in die Pandemiesituation, dann ist der Wechselunterricht natürlich das Mittel der Wahl, bevor wir zu Schulschließungen greifen. Deswegen steht er ja auf Stufe 3 in unserem Stufenkonzept. Deswegen steht er übrigens auch als mögliche Eskalation in dem Papier der Kultusministerkonferenz, das wir einstimmig verabschiedet haben und das dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am 25. November als Beratungsgrundlage gedient hat. Also niemand widersetzt sich dem aus Prinzip, liebe Frau Kollegin Kula, darf ich auch Ihnen mitgeben. Schon gar nicht ich, mit 16 Schulträgerbezirken, die derzeit Wechselunterricht praktizieren. Darüber müssen wir nicht streiten. Ich sage Ihnen aber auch, worüber wir uns streiten können und auch streiten müssen. Das ist die Frage, wann es infektiologisch geboten ist. Das ist der Streit um die Ausgestaltung der politischen Verantwortung, die Kollege Grumbach in der vorherigen Debatte so schön ausgeführt hat. Und da, ja, da liegen wir auseinander, weil ich im Gegensatz zu Ihnen für einen landesweiten Wechselunterricht noch keinen Anlass sehe. Und jetzt muss ich noch mal die Rede, komme ich auch noch dazu. Aber erst mal muss ich mich an der Rede der Kollegin Faeser vom Dienstag noch ein bisschen abarbeiten. Sie hat mir, wenn ich das richtig erinnere, eine Ideologie des Präsenzunterrichts vorgeworfen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie das Wort benutzt hat. Die GEW tut es auf jeden Fall. Ja, ich bekenne mich zum Primat des Präsenzunterrichts. So wie übrigens meine Kolleginnen und Kollegen in allen Bundesländern, einschließlich der Regierungschefs. Und wo sind denn hier die, okay, ich sage jetzt nicht mehr Ideologen, nehme ich das Wort von Kollegen Grumbach auf. Sie sind doch die Dogmatiker des flächendeckenden Wechselunterrichts. Sie wollen das doch ohne Rücksicht auf unterschiedliche Infektionslagen durchsetzen. Sie segeln doch im Kielwasser der GEW und wollen mit dem Rasenmäher übers Land gehen und Unterricht halbieren. Frau Faeser hat mich am Dienstag zu Pragmatismus aufgefordert. Nur zu. Was ist Pragmatismus? Pragmatismus bedeutet, der jeweils konkreten Situation angemessen zu handeln und die in der konkreten Situation nützlichsten Maßnahmen zu wählen, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Deswegen setzen wir auf die Beurteilung der Lage und ihrer Konsequenzen vor Ort, genauso wie es auch die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin festgesetzt haben. Aber Sie wollen ja Tabula rasa machen. Das ist das Gegenteil von Pragmatismus. Und es ist genau das Gleiche mit den zentralen Abschlussprüfungen, die Sie über Bord werfen wollen. Sie sind immer als Erste dabei, die Fahne einzurollen, wenn es um die Gewährleistung von Unterricht oder Leistungsstandards geht. Und wir sind die Letzten, die das nämlich erst machen, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Und das ist der Unterschied zwischen uns, meine Damen und Herren. Und übrigens, lieber Herr Kollege Promny, ich darf Ihnen sagen, die Kultusministerkonferenz, die ja zeitgleich tagt, wird sich am Montag mit den Lehrerverbänden kurz schließen und über die Frage der Abschlussprüfungen reden. Natürlich, weil wir das im Blick und auf dem Schirm haben müssen. Aber es geht eben um die Frage, wie können wir möglicherweise Prüfungen so modifizieren, dass sie der pandemischen Lage gerecht werden und nicht sie gleich von vornherein abzusagen. Ich will ein letztes Wort zur Frage des Schwellenwerts für Wechselunterricht sagen, denn das ist ja Frau Kulas Lieblingsthema. Auch darüber, finde ich, müssen wir uns eigentlich nicht mehr streiten. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben jetzt eine Inzidenz von 200 als Orientierungswert festgelegt. Sie haben ausdrücklich gesagt, das begründet keinen Automatismus. Das halte ich auch für gut und richtig so. Denn jeder Automatismus beraubt uns der Möglichkeit, flexibel und situationsangemessen, also pragmatisch, reagieren zu können und ist damit selber ein Stück, wenn es nicht verboten wäre, würde ich jetzt sagen, Ideologie. Und ich habe Ihnen schon in der letzten KPA-Sitzung Professor Krause zitiert. Und das ist kein No-Name. Dass der seit 10 Jahren Chef der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, mit dem wir in der Kultusministerkonferenz auch für eine zentrale Studie zu Corona zusammenarbeiten. Er warnt ausdrücklich davor, diesen Grenzwert zum Maß aller Dinge zu machen. Als Orientierungswert erfüllt er aber gerade seinen Zweck. Das sehen wir doch im Land. Überall dort, wo die 200er-Marke nachhaltig überschritten ist, wird der Wechselunterricht in den höheren Klassen längst praktiziert. Und übrigens auch in einigen Bezirken darunter, das wissen Sie, lieber Herr Kollege Degen, da haben Sie Ihren Korridor, den Sie vorhin gefordert haben. Also, meine Damen und Herren, vor allen Dingen von SPD und Linken, Sie bauen hier einen Popanz auf.
Wo der Wechselunterricht infektiologisch sinnvoll ist, wird er längst gemacht. Wo er nicht sinnvoll ist, ist es besser, ihn nicht zu machen. Schematische Einheitslösungen helfen uns hier nicht weiter. Wir bleiben pragmatisch und besonnen. So kommen wir am besten durch die Pandemie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Ich war mir sicher, dass die Zwischenrufe von der linken Seite Sie nicht gestört haben. Deshalb habe ich nicht gebimmelt. Es liegen keine Wortmeldungen mehr für den Tagesordnungspunkt 76 und 81 vor. Nach unserer Vereinbarung findet die Abstimmung erst heute Abend statt. Ich habe jetzt hier stehen, dass um 12.35 Uhr, Sie haben richtig gehört, um 12.35 Uhr der Tagesordnungspunkt 72 und 84 aufgerufen wird. Wir haben jetzt 13.50 Uhr. Ich unterstelle, dass wir alle damit einverstanden sind, dass wir jetzt weiter in der Tagesordnung fortfahren und dass wir nicht noch. Ja, ich wollte mich noch mal sicher, ich bin das letzte Mal von einem parlamentarischen Geschäftsführer getadelt worden. Und deshalb machen wir das gemeinsam und dann machen wir so. Dann rufen wir, Moment, bevor wir den aufrufen, will ich nur das Haus noch darüber informieren, dass der Hessische Staatsgerichtshof vor ein, zwei Stunden eine Presseerklärung abgegeben hat, in dem er verkündet hat, dass er die Anträge aus den Reihen der AfD im Zusammenhang mit der Gesichtsmaske hier in diesem Raum tragen, als jedenfalls nicht zugestimmt hat. Ich will da jetzt keine juristische Exegese machen. Ich wollte das nur allen Kolleginnen und Kollegen sagen. Die Allgemeinverfügung unseres Präsidenten gilt weiterhin, wie er das verfügt hat.